Wie geht Heilige Messe? Diese Frage sollte man sich als katholischer Christ an irgendeiner Stelle seines Lebens schon mal gestellt haben. Ob als Neueinsteiger oder als alter Hase. Denn die Kirche sagt, dort vollzieht sich das, was Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens ist. Und aus dieser Quelle zu trinken, das sollten wir als katholische Christen verstehen und beherrschen. Wir stellen diese Frage deswegen hier heute im Kurs Null bei den Grundlagen des Christseins. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Astrid Mooskopf. Wie geht Heilige Messe? Diese Frage stellen wir mit Pater Martin Wolf. Er ist der Pater und manche von Ihnen wird ihn schon kennen aus früheren Sendungen hier bei Radio Horeb, wo er als der Pater uns grundlegende Inhalte des katholischen Glaubens auseinandersetzt und verständlich macht. Mit ihm steht jetzt für diese Sendung also die Heilige Messe auf der Agenda. Wir fragen uns, wie geht Heilige Messe? Und da ist natürlich die naheliegendste Frage zu Beginn, was ist eigentlich die Heilige Messe? Ja, herzlich willkommen. In einem ersten Teil möchte ich mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was die Heilige Messe überhaupt ist, woher sie kommt, warum sie so wichtig ist für Christen und warum wir ohne sie eigentlich gar nicht leben können. Zunächst muss man mal schauen, was gibt es denn eigentlich für Namen für das, was wir Messe nennen. Der eigentliche richtige Name oder der eigentliche offizielle Name ist Eucharistiefeier. Eucharistie, das ist ein griechisches Wort und bedeutet da Danksagung. Die Messe ist also ein Akt der Danksagung, ein offizieller Akt der Danksagung der Kirche an Gott. Es ist also keine Privatsache, sondern es ist etwas, was die Kirche als Ganzes tut und deshalb ist sie natürlich auch an gewisse Regeln, Normen und auch Formen gebunden. Aber es gibt natürlich noch andere Namen für die Eucharistie. Der älteste Name für die Eucharistie ist die Feier des Brotbrechens. Nach jüdischer Sitte hat Jesus beim Abendmahl das Brot gebrochen und daran zum Beispiel erkannten dann auch die Emmaus-Jünger den auferstandenen Herrn, als er das Brot bricht. Also die Feier des Brotbrechens, das ist der eigentlich erste Name für die Eucharistiefeier und dieser Name kommt natürlich von einem ganz besonderen Moment in der Heiligen Messe, dem Lamm Gottes, dem Agnus Dei, wo der Priester die Hostie entzweibricht und man dort eben noch sieht, wie dieses Brotbrechen nicht nur ein Akt war, den Jesus gesetzt hat, sondern auch symbolisch natürlich bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz zerbrochen wurde, damit wir in unserer Zerbrochenheit leben können. Ein anderes Wort ist, ein altes Wort, sind die sogenannten Mysterien. Mysterion heißt Geheimnis, nicht zu verwechseln mit Rätsel. Also ein Mysterium ist ein Geheimnis und kein Rätsel. Und das Wort Mysterion wird im Lateinischen übersetzt mit dem Wort Sacramentum, also Sakrament. Zum Beispiel finden wir diesen Begriff noch, wenn wir die heiligen Geheimnisse feiern, direkt nach der Wandlung, also nach den Einsetzungsworten und der Wandlung, wenn der Priester sagt oder der Diakon Geheimnis des Glaubens. Damit ist nicht gemeint, dass wir etwas tun, was wir nicht verstehen, so im Sinne von Rätsel, sondern dass wir hier ein Sakrament des Glaubens feiern, nämlich ein Zeichen, das mehr sagt, als man vielleicht mit den rein menschlichen Augen sieht. Ganz berühmt ist natürlich das Wort für die Heilige Messe, Abendmahl. Gerade auch die nicht-katholischen Traditionen benutzen das, diesen Namen Abendmahl, auch im Sinne von dem Empfang des heiligen Abendmahls, kommt ja von dem Moment, in dem Jesus am Abend vor seinem Tod, nämlich am Gründonnerstagabend, mit seinen Jüngern, um genau zu sagen, mit den Aposteln im Abendmahlsaal, sonst war da keiner dabei, das letzte Abendmahl hält, am Vorabend seines Todes eben, bei dem er dieses Sakrament auch einsetzt. Das können wir im Johannesevangelium 14 Kapitel oder im Johannes, das können wir im Markusevangelium 14 Kapitel und im Johannesevangelium 13 Kapitel auch mal nachlesen. Ein anderes Wort für die Eucharistiefeier ist das Allerheiligste Altarsakrament. Das Allerheiligste Altarsakrament drückt aus, um was es da geht. Es ist ein Sakrament, das auf dem Altar gefeiert wird und das ist das Allerheiligste, weil dort sich Jesus selbst gibt.
Das ist ein wichtiges Wort, denn darin verstehen wir, dass es für uns das absolut Heiligste ist, was es gibt. Und die Hostie und den Wein, der konsekriert worden ist, ist für uns das Allerheiligste, das dann auch außerhalb der Messe im Tabernakel aufbewahrt wird. Die Eucharistie ist also das Herzstück der Messe. Die Messe besteht aus zwei Teilen, nämlich aus dem Wortgottesdienst und dann eben auch aus diesem zweiten Teil, dem Altarsakrament. Und Jesus ist dabei, und das ist ganz wichtig, der Priester, der Altar und die Opfergabe zugleich. Das ist wirklich interessant, weil mit Jesus und mit seinem Opfertod ist ein anderes Opfer im Tempel oder in der Religion nicht mehr notwendig. Deswegen schlachten wir keine Tiere als Christen und bringen sie sozusagen als Opfer diesem Gott dar, weil Jesus sich ein für alle Mal geopfert hat. Aber er ist nicht nur das Opferlamm sozusagen, sondern er ist auch der Priester, der dieses Opfer darbringt. Und er ist auch gleichzeitig der Altar. Das wird besonders darin deutlich, dass der katholische Priester, der gültig geweihte Priester, eben nur ein Mann sein kann, der in der Person Christi dieses Opfer vollzieht. Also wenn er die Worte der Einsetzung spricht, die Wandlungsworte, dann sagt er sie eben nicht nur im Namen, sondern in der Person Jesu Christi als Haupt. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn der Priester bringt sozusagen dieses Opfer, das selbst Jesus selbst ist, auf dem Altar dar. Aber er selbst ist ein Opfer. Daraus erklärt sich zum Beispiel auch das Lebensopfer der Ganzhingabe im Zölibat, der von vielen Menschen heute nicht mehr verstanden wird. Aber vielleicht auch deshalb, weil man diesen Aspekt einfach in unseren Gemeinden nicht mehr lehrt. Ein anderes Wort für die Heilige Messe ist das Messopfer. Hier kann man manchmal vielleicht auch falsche Vorstellungen haben, denn es ist kein Opfer in dem Sinn, dass Jesus sozusagen immer wieder und immer wieder gekreuzigt wird auf unseren Altären, sondern es ist das einmalige Opfer Christi am Kreuz auf Golgotha, also vor ungefähr 2000 Jahren. Und dieses einmalige Opfer, es gibt darüber hinaus keine Wiederholung dieses Opfers, das ist für uns Katholiken ganz klar. Also dieses einmalige Opfer Christi am Kreuz wird in der Heiligen Messe gegenwärtig. Aber nicht im Sinne von, ja, wir denken da mal schön dran, wie man so Urlaubsbilder nachguckt und sich an schöne Momente im Urlaub erinnert, sondern es wird gegenwärtig. Das heißt, es wird real. Wir werden sozusagen als Gemeinde zusammen mit dem Priester an den Golgotha im Jahr 33 am Karfreitag, am 14. Nisan sozusagen gebeamt und sind dort mit dabei, wenn wir das feiern. Also das heißt, wir sehen die Messe am Altar unserer Pfarrgemeinde zum Beispiel, aber wir sind in diesem Moment in einer spirituellen Weise gegenwärtig in diesem ersten einmaligen Opfer Jesu Christi am Kreuz. Das ist ein unglaublicher Gedanke und wenn wir den verstehen, dann wird plötzlich jede Messe zu einem unglaublichen Moment und eben keine Show für irgendwelche Dinge, ne, wo Kinderchöre irgendwas aufführen oder Leute irgendwas Tolles machen, dann gibt man Applaus, weil die schön gebetet haben, sondern dann versteht man wirklich, worum es in der Heiligen Messe auch geht. Und ich glaube, das müssen wir gerade vielleicht auch im Westen, wir Katholiken und Katholikinnen im Westen, wieder neu entdecken, weil das eröffnet uns eine neue Tiefe zu diesem Sakrament. Dann das letzte Wort, das mir noch einfällt für den Namen, für die Eucharistiefeier, ist die Kommunion. Das kennen wir natürlich. Katholiken gehen zur Kommunion. Einer meiner Großneffen hat jetzt Erstkommunion gehabt, da kennen wir das auch. Dieser Name bedeutet, er kommt aus dem Lateinischen, Vereinigung. Also eine Communio, eine Kommunion ist sozusagen eine Vereinigung in einer unglaublich tiefen Weise. Und sie beschreibt die geistliche Einheit mit Jesus Christus beim Empfang der Heiligen Kommunion. Also wenn ich die Hostie empfange, dann empfange ich nicht nur ein Stück Brot, sondern es ist wie eine Vereinigung, eine geistliche Hochzeit zwischen Christus und mir, zwischen meinem Erlöser und mir selbst. Deswegen ist das der Moment, wo katholische Christen
eben ihren persönlichen Erlöser nicht nur bekennen, sondern ihm in einer tiefen Weise begegnen. Ich habe das bei manchen Menschen in einer fast atemberaubenden Weise erlebt, die zum katholischen Glauben gefunden haben, vorher in Freikirchen tätig waren, auch dort wirklich ihren Glauben überzeugt gelebt haben, die dort dann bei der Eucharistie das erste Mal diese unendlich reale Nähe mit diesem Gottessohn erfahren und erlebt haben. Das war für sie eine Erfahrung, die für Katholiken, die sozusagen damit aufwachsen, so selten zu erleben ist. Aber genau da soll es hingehen. Das Sakrament der Eucharistie soll wirklich mich mit meiner Seele und mit meinem ganzen Leib zu einer inneren, innigen Begegnung mit Jesus führen. Ja, das sind so zunächst mal die wichtigen Namen für die Eucharistie. Und diese Namen, die helfen uns schon mal auch zu verstehen, um was es geht. Dann muss uns auch klar sein, dass die heilige Messe, die Eucharistiefeier, ein Ritus ist, der innerhalb der Kirche verschiedene Formen nehmen kann. Uns Katholiken ist manchmal nicht so bewusst, dass die katholische Kirche aus über 20 eigenen katholischen Kirchen besteht. Und die römisch-katholische Kirche, da gehören die meisten lateinischen Christen, wie man auch sagt, dazu, ist die größte, aber daneben gibt es eben noch diese ganz anderen katholischen Kirchen, die alle in Einheit mit dem Papst und in der Lehre stehen. Und jede dieser Kirchen hat ihren eigenen Ritus. Manche Riten sind so, dass sie uns erinnern an zum Beispiel orthodoxe Liturgien. Manche sind uns auch ganz fremd, aber jeder Ritus hat eigentlich in ihrer Grundstruktur genau das, was Jesus beim letzten Abendmahl auch gefeiert hat und was die erste grundlegende Struktur, wie man sie auch in den alten Überlieferungen, in der Didache und in anderen apostolischen Überlieferungen, die also etwa zeitgleich mit dem Neuen Testament entstanden sind, kennen können, dass wir sehen, so etwa haben die ersten Christen die heilige Messe, die Eucharistie, gefeiert. Nämlich es gibt immer nach einem Einleitungsvorbereitungsteil ein Teil des Wortes, wo wir aus den heiligen Schriften lesen, diese Schriften auch ausgelegt bekommen, wo es darum geht, auch den Glauben zu bekennen und Fürbitte zu halten. Und dann geht es in einen Opferteil, in den eucharistischen Teil der Messe mit einer Bereitung der Gaben, mit einem Hochgebet, mit einer Epiklese, das heißt also der Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben von Brot und Wein und dann die Wandlung und dann eben verschiedene Gebete, das Vaterunser und den Empfang der Eucharistie und am Schluss ein Segen. Diese Form finden wir in allen katholischen Riten. Das ist übrigens uns sehr gemein mit auch allen orientalischen und orthodoxen Formen der Eucharistiefeier. Diese Formen sind nicht willkürlich, sondern sie gründen in einer Tradition. Und deswegen ist es auch notwendig, und jeder Katholik sozusagen hat das Recht auch darauf, dass diese Formen eben nach der Ordnung der Kirche gefeiert wird. In manchen Gemeinden werden da Experimente gemacht, die manchmal lustig sind, manchmal ärgerlich, manchmal einfach auch dumm oder falsch und manchmal vielleicht auch genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich intendieren. Und warum ist das so wichtig? Es geht gar nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhandeln, sondern es geht darum, der großen Familie der Christen in der Kirche eben das, was am allerheiligsten ist, das Sakrament des Altars, das Altarsakrament, das Allerheiligste, dass wir das in einer Form feiern, die würdig ist, die biblisch ist, die man fruchtbringend empfangen und mitfeiern kann und dass ich mich darin auch wiederfinde und dass ich darin auch das empfange und erfahre, was wirklich auch katholisch ist. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie mit diesem Nutella, ne? Wo Nutella draufsteht, muss auch Nutella drin sein. Das heißt, dort, wo katholisch draufsteht, da muss auch katholisch drin sein.
dieses Recht haben alle Gläubigen. Und nicht nur wir Priester, sondern auch die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge haben dazu die Pflicht, weil wir ja uns nicht selbst verkünden, sondern Jesus Christus. Wie wir gemeinsam in der Gemeinde nach der Wandlung ja verkünden, deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir müssen sozusagen mit einer Stimme sprechen. Sagt Pater Martin Wolf. Er ist zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb heute mit der Frage, wie geht Heilige Messe? Den ersten Schritt haben wir schon mal gemacht. Wir haben geklärt, was ist die Heilige Messe? Und jetzt geht's gleich weiter mit einem ersten Blick in den Ablauf der Heiligen Messe. Ein Moment in der Heiligen Messe, der ist ganz wichtig. Das ist der Moment, wenn der Priester Hostie und Kelch hochhebt und sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und dann rufen Sie sich einfach einen Satz in Erinnerung, von dem Lauren Daigle jetzt hier auch singt, nämlich Look up, Child, schau auf, Kind. Oh, I hear you say, I hear you say, look up, Child. Willkommen zurück zum Kurs Null bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Wie geht Heilige Messe? Diese Frage steht heute über der Sendung und wir beantworten sie bzw. lassen sie uns beantworten von Pater Martin Wolf. Der Pater, sein Alias, mit dem er im Internet unterwegs ist bei YouTube und grundlegende Fragen, grundlegende Themen des Glaubens erklärt und den Menschen nahe bringt. Auch hier bei Radio Horeb ist er regelmäßig damit auf Sendung und so auch heute mit diesem so wichtigen und zentralen Thema, nämlich die Heilige Messe. In diesem zweiten Teil möchte ich nachdenken über gewisse konkrete Fragen, Dinge, über die wir uns als normale Kirchgänger weniger oder selten Gedanken machen, aber die uns helfen zu verstehen, um was es bei der Messe eigentlich geht. Die Heilige Messe ist, wie schon gesagt, ein Sakrament. Und ein Sakrament ist immer etwas Unsichtbares und etwas Sichtbares zugleich. Also, die Definition des Sakramentes ist, ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare Nähe Gottes. Also das heißt, es gibt was, was ich sehen kann, es gibt was, was ich nicht sehen kann. Das, was man sehen kann, das sind die Riten, das ist das, was der Priester anhat, das sind die Lieder, die man singt, den Altar und die Architektur, den Ablauf und so weiter. Das, was man hört, schmeckt, riecht, sieht, wahrnehmen kann mit Augen, mit unseren Sinnen. Und dann gibt es eben diese unsichtbare Seite im Sakrament, ist das, was passiert, was in meiner Seele sozusagen passiert, was mir aber vor meinen Augen verborgen bleibt. Also, Jesus hat zunächst mal das letzte Abendmahl genutzt, um den Aposteln und damit seinen Nachfolgern, das sind die Bischöfe, die Eucharistie zu feiern. Er hat also dieses Sakrament eingesetzt, indem er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, jede Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft, kann diesem Auftrag Jesu nicht entgegenstehen. Deswegen feiern wir an jedem Sonntag, wenigstens an jedem Sonntag und an Feiertagen in der katholischen Tradition auch täglich, die Heilige Messe. Es ist ein Sakrament, das heißt, das, was sichtbar geschieht, hat eine innere Wirkung. Wir sprechen in der Theologie davon Gnaden, also eine Gnadenwirkung des Sakramentes. Die gewandelten Gaben von Brot und Wein werden zu Leib und Blut, Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Ich sage es nochmal, weil das ist wichtig. Die gewandelten Gaben, also die konsekrierten Gaben von Brot und Wein, werden zu Leib und Blut, Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, Jesus wird 100% gegenwärtig. Wir nennen das auch Transsubstantiation. Den Begriff müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber das ist ein Gedanke, um das näher zu verstehen. Der Empfang dieser heiligen Gabe, der Empfang des Leibes und Blutes, der Seele und Gottheit Jesu, unseres Herrn Jesus Christus, hat innere Wirkungen. Er bewirkt zunächst mal die Vergebung der Sünden und er, dieser Empfang, bewirkt ewiges Leben. Jesus sagt es ja selbst, wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, hat das ewige Leben. Wer also sozusagen in den Himmel kommen will, der muss zur Messe gehen, um das mal einfach und ein bisschen platt zu sagen. Die Eucharistie kann deshalb auch täglich einmal empfangen werden. Ich kann zwar an mehreren Messen teilnehmen, aber in der Regel empfange ich die heilige Kommunion nur einmal am Tag.
beziehungsweise immer dann, wenn ich zur Heiligen Messe gehe und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind für den Kommunionempfang. Jetzt gibt es ganz verschiedene Formen, die uns helfen, das einige Dinge zu verstehen. Zum Beispiel gibt es da den Priester. Der Priester, der hat besondere Gewänder an und wenn er es richtig macht, so wie es vorgeschrieben ist, das machen nicht immer alle, leider, dann hat der Priester ein Schultertuch, das heißt also ein Tuch um die Schultern, das aus der jüdischen Tradition kommt und den Tefillin der Juden sozusagen symbolisiert. Und darüber ein weißes Gewand, das Albe genannt wird, das an die Taufe erinnert, die jeder Mensch in der Taufe auch aufgelegt oder angezogen bekommt. Dann hat er ein Zingulum, also ein Strick um die Hüften. Dieser Gürtel soll die Bindung des Priesters an Jesus Christus und sein Wort symbolisieren. Und darüber wird dann die Stola, das ist das Amtssymbol für den Priester, immer wenn er als Priester amtlich tätig wird, hat diese Stola. Und darüber kommt dann das eigentliche Messgewand oder auch Kasel genannt. Warum zieht der Priester so Zeug an? Es gibt ja andere christliche Traditionen, die das alles nicht brauchen. Also der Priester macht es in der Regel nicht, weil er solche Kleider hübsch findet. Das mag es bei manchen Priestern auch geben, dass sie sich darin toll finden. Sondern es hat eine viel tiefere Bedeutung, nämlich, dass der Priester als Person, Herr Meier und so weiter, Herr Schmitz und Herr Wolf sozusagen verschwinden unter diesen Gewändern und er jetzt den repräsentiert, um den es wirklich geht, nämlich um Jesus Christus. Es geht bei der Messe nie um einen Priester, sondern immer um Jesus Christus. Dieser Gedanke kann manchmal auch helfen, wenn man sich mit manchen Priestern nicht so recht versteht. Aber bei der Messe geht es eben nicht um den, sondern da geht es um Jesus selbst. Und der Priester verschwindet sozusagen unter diesen ganzen Gewandungen, damit man sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht auf eine gute Performance eines Priesters. Diese Kleidung wird gespiegelt in den Kleidungen von Ministranten und Ministrantinnen, die in der Regel auch weiße Kleider anhaben oder rote Röcke zum Beispiel und so ein kleines weißes Chorhemd. Das erinnert uns auch alle an die Taufe und unser Taufgelübde. Und sie tragen das sozusagen symbolisch für die Christen, die an der Eucharistie teilnehmen, dass wir Getaufte sind und da im selben Boot sitzen. Es gibt christliche Traditionen, vor allem in Eritrea und in Äthiopien. Es gibt auch eine katholische äthiopische Kirche. Da ziehen alle, die an einer Messe teilnehmen, an weiße Kleider an. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn die dann alle in weiß kommen, nicht nur der Priester stellvertretend. Die Kleidung zeigt auch, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Früher hat man sehr viel Wert auf Sonntagskleidung gelegt und das war gar nicht so doof. Dann gab es so einen inneren Widerstand, weil man gemeint hat, die Leute würden sich da hübsch machen, um selbst sich als besser zu zeigen. Ich glaube, dass man das längst überwunden hat, solchen Denken. Aber was man verloren hat, ist, dass es in der Heiligen Messe ja um eine Begegnung mit dem Herrn Christus selbst geht, also mit dem Herrn der Welt. Schon wenn der Bundeskanzler käme, würde ich mich vielleicht besser anziehen, wenn ich gut erzogen bin. Aber was würden wir erst anziehen, wenn Jesus uns selbst begegnet, persönlich? Da würden wir uns auch herausputzen. Und deswegen ist auch die Kleidung, das ist zumindest meine Meinung, der Teilnehmenden an der Heiligen Messe auch ein Zeichen dafür, dass wir daran glauben, dass Jesus hier uns real begegnet. Also vielleicht, wenn du das noch nicht machst, probier das mal neu und bring es auch deinen Kindern und Enkeln bei. Ich glaube, das hat auch einen Effekt. Ich kenne das aus dem asiatischen Bereich und auch in Afrika, wo die Gläubigen zu den heiligen Messen kommen und selbst wenn sie ganz arm sind, aber am Sonntag haben die wirklich ein schönes Hemd an und ein schönes Kleid oder eine schöne Hose und so weiter, vielleicht auch mit einer Krawatte oder so. Aber es zeigt, die haben verstanden, dass es hier um etwas Besonderes geht. Eine Messe ist nicht etwas, was man gerade mal runterreißt, ja, und in den Alltagsklamotten der Priester womöglich noch, sondern es ist etwas Heiliges.
Dann gibt es natürlich ganz viele Farben, die dann eine Rolle spielen. Wir haben einen Farbkalender mit verschiedenen liturgischen Farben, die uns sofort einstimmen, auch auf gewisse Feste, zum Beispiel Grün im Alltag. Ja, das ist die Hoffnung, das ist der Alltag, den wir gehen. Im Jahreskreis haben wir Grün. Das ist eine sehr dezente Farbe, die jetzt keine große Freude, aber doch Lebendigkeit ausdrückt. An hohen Festen, vor allem die mit Jesus Christus zusammenhängen, zum Beispiel die Geburt, ist es weiß. Dann gibt es die Farbe Rot für Pfingsten oder wenn es ums Blut geht, ne, wie an Karfreitag oder bei Märtyrerfesten. Dann gibt es auch die Farbe Violett, die in der Advents- und Fastenzeit benutzt wird, eine Farbe, die uns an die Buße, an die Umkehr und auch an die Versöhnung mit Gott erinnert. Und diese Farben, wenn ich da ein Feeling für bekomme, die bringen mich schon auch in eine gewisse Stimmung, die mir hilft, auch zu verstehen, um was es heute geht. Nämlich Kirche ist gar nicht so langweilig, wie manche denken, weil es gibt immer wieder was zu entdecken. Aber es gibt neben diesen äußeren Dingen, wie zum Beispiel auch Klingeln und Weihrauch und Leuchter und Kerzen, die auch etwas symbolisieren, die uns aufmerksam machen wollen auf bestimmte Momente während der Messe. Zum Beispiel, wenn Weihrauch kommt, geht es immer um Christus, nicht? Also zum Beispiel beim Verkündigung vom Evangelium, das ist das Wort Jesu, oder bei der Wandlung, wenn Jesus präsent wird in den Gaben von Brot und Wein, oder auch wenn der Priester oder die Gemeinde beweihräuchert wird, ist es immer ein Zeichen dafür, dass Christus in diesen Menschen oder in diesen Formen präsent ist. Oder die Klingeln, die uns daran erinnern, jetzt ist ein besonders wichtiger Moment zum Beispiel, wo man sich hinkniet oder wo es einen besonderen Segen gibt oder eben die Wandlung ist. Neben all diesen Dingen gibt es noch etwas, was für uns Katholiken ganz wichtig ist. Man wirft den Katholiken ja immer mal scherzhaft vor, sie würden katholische Gymnastik machen, wenn sie in die Kirche gehen. Ja, knien, stehen, laufen, Hände falten, verneigen. Also wir machen schon einiges. Das hält uns sicherlich auch fit. Also ist es sicherlich ein Fitnessprogramm. Aber es hat vor allem etwas damit zu tun, dass das Christentum den ganzen Menschen ernst nimmt, eben nicht nur den Kopf anspricht durch eine schöne Predigt und gute Musik, sondern den Menschen als Ganzes annimmt. Und wir sind ja auch Menschen mit Leib und Seele. Und wenn ich meine Hände zum Gebet falte, werde ich merken, dass ich mich innerlich ganz anders öffne fürs Gebet. Wenn ich mich hinsetze, dann ist es die Haltung des Zuhörens. Wenn ich aufstehe, ist das die Haltung der Aufmerksamkeit und des Respekts, zum Beispiel beim Evangelium oder beim Einzug des Priesters mit der Altarassistenz. Und so ist es auch, wenn wir zum Beispiel uns verneigen, beim Schlusssegen das Haupt neigen, um wirklich in eine empfangende Haltung zu kommen. Oder auch, wenn wir uns hinknien. Das Hinknien hat nichts damit zu tun, sich klein zu machen, sondern hat da was mit zu tun, Gott groß zu machen. Das muss ich verstehen. Also es gibt heute die Tendenz, dass man in den Kirchen die Kniemöglichkeiten abschafft. Das halte ich für ganz gefährlich und für ganz furchtbar, weil gerade im knienden Gebet man eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere innere Einstellung zu dieser Gegenwart Gottes erfährt. Und ich kann euch immer nur, soweit ihr das noch könnt mit dem Knien, ermutigen, das auch zu tun, auch als Zeichen der Ehrfurcht und als Zeichen einer äußeren Haltung für eine innere Haltung. Also, dass ihr das zum Ausdruck bringt, was ihr auch wirklich glaubt. Daneben machen wir auch Kreuzzeichen zu Beginn. Wir eröffnen die Heilige Messe nicht mit einer schönen Begrüßung, wie es manche machen, sondern eigentlich das erste Wort ist im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. So beginnt die Heilige Messe eigentlich richtig. Man beginnt mit dem Namen Gottes. Damit geht's los. Und sich an der Stirn, am Herzen und an den Schultern zu berühren, bedeutet sich jetzt aufzurütteln, sich zu öffnen, auf online zu gehen, dass dieser Gott jetzt ankommt. Diese Zeit schenke ich dir. Oder auch beim Segen
oder auch nach dem Empfang der Heiligen Kommunion, wenn ich mich in die Bank knie und die Eucharistie in mir trage. Und dann gibt es auch das kleine oder das deutsche Kreuzzeichen, also wo wir mit dem Daumen unsere Stirn, unseren Mund und unser Herz mit einem Kreuzzeichen bezeichnen vor dem Evangelium, weil das Wort, das wir dann hören, das Wort des Evangeliums, also das Wort Jesu, in unserem Kopf bedacht werden soll, in unserem Herzen wohnt und wir davon sprechen sollen. Das sind Zeichen, die, wenn man den Inhalt versteht, und es ist ganz wichtig, dass ihr gerade den nächsten Generationen all diese Dinge beibringt und denen erzählt, warum man das macht, damit die Teilnahme an der Eucharistiefeier, die, wie das Konzilsdokument sagt, Quelle und Höhepunkt der Kirche ist, dass wir da also aktiv und auch wirklich mit Verstand und mit dem Herzen dabei sind. Soweit, so gut also. Ein erster Blick auf den Aufbau der Heiligen Messe, die heute das Thema unserer Sendung im Kurs Null ist, bei Radio Horeb an diesem Samstagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind und bleiben Sie vor allen Dingen dran. Denn mit dem Aufbau, mit dem Ablauf der Heiligen Messe geht's auch gleich weiter. Dann gibt's nämlich praktische Tipps an die Hand, wie man, wie wir als Christen, als Gemeinde, als Gläubige an der Heiligen Messe teilnehmen. Und dafür wirft Pater Martin Wolf nochmal einen Blick auf den Aufbau, auf den Ablauf der Eucharistiefeier, auf den Ablauf der Heiligen Messe. Das alles unter dem Thema Wie geht Heilige Messe? Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie geht Heilige Messe? Diese Frage stellen wir uns heute im Kurs Null. Im dritten Teil unserer Sendung geht es jetzt um den Ablauf der Heiligen Messe und um unsere aktive Teilnahme. Das heißt, es gibt jetzt praktische Tipps und Tricks an die Hand, wie wir das Geheimnis unseres Glaubens, nämlich die Eucharistie, die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie, bewusster und tiefer mitvollziehen können. Aber ich will nicht weiter vorgreifen. Jetzt hat wieder das Wort Pater Martin Wolf alias der Pater. Er ist unser Gast im Kurs Null und gibt uns jetzt im dritten und letzten Teil Tipps und Tricks für den bewussten Mitvollzug an der Heiligen Messe an die Hand. Die Heilige Messe ist ein großer Vollzug, den wir gemeinsam feiern. Und die Heilige Messe, die beginnt schon vor der Messe. In manchen Teilen des deutschen Sprachraums fragt man manchmal, wenn man die Gottesdienstzeiten erfragen will, wann ist Kirche? Das ist interessant, weil die Messe bedeutet nämlich, dass in der Messe Kirche aufgebaut wird, sich Kirche vollzieht. Und das ist das erste Wichtige. Bei der Heiligen Messe bin ich als Christ sozusagen nicht nur beteiligt, sondern sogar verpflichtet, am Aufbau der Kirche mitzuwirken. Deswegen beginnt die Teilnahme an der Heiligen Messe bereits schon in der Vorbereitung. Es gibt die Regel des sogenannten eucharistischen Fastens. Das heißt, jeder, der zur Kommunion gehen will, ist verpflichtet, eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion sich von Speisen und Getränken außer Wasser oder Medikamenten zu enthalten. Es geht darum, sich bewusst darauf vorzubereiten, nicht gesättigt und übermüdet in die Messe zu gehen, sondern wirklich Hunger zu haben danach. Mit dem vollen Bauch lernt sich schlecht und mit dem vollen Bauch bleibt man auch in der Kirche schlecht wach. Also das heißt, hier beginnt schon die Vorbereitung. Ich kenne manche Familien, die gerade im Blick auf den Sonntagskirchgang auch in der Familie zum Beispiel das Evangelium vorlesen oder darüber bereits sprechen am Vorabend. Das ist auch eine Vorbereitung, die man machen kann, um sich schon mal auf die Texte vorzubereiten. Aber ganz wichtig ist dann eben der Gang zur Kirche. Der Kirchgang, das ist wirklich etwas, was uns hilft, schon hineinzugehen. Ich renne nicht zur Kirche und komme dann gerade dann an, wenn die Klingel den Beginn des Gottesdienstes anzeigt, sondern ich gehe zur Kirche, vielleicht laufe ich auch, Autofahren geht natürlich auch, im Auto muss ich dann vielleicht auch mal schon anfangen, ein bisschen zu beten oder Kirchenlieder zu singen, nicht blöd im Radio zu hören oder so, sondern sich wirklich in dem Gehen auf die Kirche hin, sich vorzubereiten, sich zu freuen auf eine Begegnung mit Jesus, das ist eine Einstimmung, auch vielleicht gerade als Familie,
Und dann betritt man die Kirche, man geht also aus dem Alltag in einen heiligen Raum, der ist wichtig. Und dann das Erste, was man tut, man nimmt Weihwasser. Ich hoffe, nach der Corona-Pandemie gibt es überall jetzt wieder Weihwasser, wie es sich gehört. Und das Weihwasser ist nicht nur eine Erinnerung an meine Taufe, sondern ist auch ein kleiner Reinigungsritus. Wir machen das Kreuzzeichen und berühren damit unsere Stirn. Das heißt, wir wollen jetzt alles draußen lassen, auch aus unserem Gehirnkasten, was uns vielleicht jetzt da auch ablenkt in der Heiligen Messe. Das ist schon interessant, wenn man sich auch in dieser Weise vorbereitet. Und dann geht man durch den Hauptgang zu seinem Platz und man beginnt, indem man eine Kniebeuge macht. Und wenn man das nicht mehr hinbekommt, wenigstens eine Verneigung, um Jesus zu begrüßen, der für uns hier präsent ist in der Eucharistie, im Tabernakel real anwesend ist. Das ist eine reale Person, die da anwesend ist. Natürlich in der geistigen, spirituellen Anwesenheit, aber sie ist da. Und diese Kniebeuge ist sozusagen eine persönliche Begrüßung mit Jesus Christus, der bereits auf dich wartet, der dich einlädt zur Messe. Und dann finde ich das immer ganz wichtig, dass man in der Heiligen Messe beziehungsweise im Vorfeld immer auch etwas Zeit mitbringt. Nicht um mit der Banknachbarin noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Dorf auszutauschen, sondern wirklich bei sich ist. Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit meinem Vater, da war ich ein kleines Kind und der Vater ist nach der Kniebeuge in die Bank und hat sich hingekniet, die Hände vors Gesicht geschlagen, die Augen geschlossen und hat dann gebetet. Mit den Lippen habe ich das gesehen, das hat mich als Kind schon fasziniert. Ja, eine mentale Einstellung, eine Hinführung auf das, was da passiert. Und dann bin ich da und ich warte, bereite mich schon mal auf, schlage das Gotteslob auf mit dem Lied, was dann kommt und dann klingelt es. Und das Klingeln, ich stehe auf und ich weiß, jetzt ist eine besondere Zeit. Man fängt an mit dem ersten Lied. Und da ist es wichtig, dass man auch mitsingt, auch wenn man ein bisschen falsch singt oder ein bisschen heiser ist, weil das Mitsingen, das befreit schon auch rein psychologisch die Seele von vielen Lasten, die man hat. Probiert es mal aus. Und der Augustinus, glaube ich, hat auch gesagt, ne, wer singt, der betet doppelt. Auch das ist natürlich cool, wenn man kräftig mitsingt, hat man sozusagen eine doppelte Messe und das doppelte Gebetspensum hinter sich, um das mal ein bisschen scherzhaft zu benennen. Und dann beginnt diese heilige Stunde mit dem Kreuzzeichen. Das ist der Segen, den ich über mich schlage und ich öffne meine Sinne in die Gegenwart Gottes hinein. Wenn der Priester das gut macht, dann hat er in ganz wenigen Sätzen eine kleine Hinführung auf das, was in den Texten oder in dem Tagesgeheimnis, im Tagesfest gefeiert wird und er leitet über in den sogenannten Bußakt. Das ist sowas, was wir modernen Menschen nicht so gern haben. Ne? Also sich selbst in Frage stellen und sagen, man ist schlecht oder sich sagen lassen muss, man ist auch noch Sünder, das ist ja ganz furchtbar. Aber es ist halt so, wir sind so. Das kann ja auch niemand ändern, nicht? Und ich finde es immer großartig, wenn man miteinander diesen Bußakt spricht, vor allem die erste Form mit dem Schuldbekenntnis, ich bekenne Gott dem Allmächtigen und euch, Brüder und Schwestern, weil meine Sünde ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir, sondern das ist auch eine Sache, wo ich die Gemeinde verletze. Ja, wenn ich mich als schlechter Christ verhalte, dann wirft das auch ein schlechtes Licht auf die Gemeinde der Jünger und Jüngerinnen Jesu. Eine ganz klare Geschichte. Sich gemeinsam dorthin stellen, der Priester spricht es übrigens mit, das ist nicht der, der uns da irgendwas einredet, dass wir blöd sind oder so, sondern er sitzt da eben auf demselben Sünderbänkchen und das bedeutet, ich werde frei von zumindest von diesen lässlichen Sünden. Und der Priester spricht es mir auch zu, indem er sagt, der allmächtige Gott erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also er schließt sich damit ein. Frei von dieser Last sind wir jetzt bereit, entweder das Lob zu singen im Gloria. Das ist ein Loblied, das vor allem an Sonntagen und Feiertagen gesungen wird, aber nicht in der Fasten- und Adventszeit und in den Werktagen auch nicht. Oder eben direkt an das Tagesgebet oder auch, wie es anders heißt, das Kollektengebet. Kollekt hat übrigens hier nichts mit Geldsammeln zu tun, sondern mit dem Kollektieren, also mit dem Sammeln von Gebeten. Der Priester sagt, lasst uns beten. Und Priester, die das drauf haben,
Die machen dann eine Pause. Und das ist keine Kunstpause, damit es besonders feierlich wirkt, sondern es nimmt das ernst, was der Priester als Einladung vorbringt. Lasst uns beten. Also es heißt hier, Leute, jetzt seid ihr dran, jetzt einfach mal Augen zu, ein bisschen beten. Da bete ich, was weiß ich, für die Probleme in meiner Familie, für die Nachbarin, die Probleme hat, für den Frieden in der Welt, für die Opfer von irgendwelchen Terrorattacken und für, was weiß ich, für die Bekehrung von uns selbst oder für die Priester. Für die zu beten lohnt sich übrigens immer. Und dann fasst der Priester mit diesem offiziellen Gebet der Kirche, das auch ja approbiert, also genehmigt worden ist von der Gesamtkirche, nimmt das zusammen, hebt die Hände nach oben, schickt sozusagen all eure Gebete nach oben und unsere Antwort ist ja. Das Ja ist wie bei einer WhatsApp senden. Ja. Schickt das gemeinsam ab und das war der erste wichtige Moment in der Heiligen Messe. Dann setzen wir uns und bei dem Setzen geht es darum, sich nicht irgendwie langweilig so in die harten Bänke zu flegeln, sondern wirklich da zu sitzen und jetzt zu hören, was kommt. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Handys und auch die Armbanduhren, die mit dem Handy verbunden sind, so abstellt, dass man nicht durch irgendwelche einkommenden Messages gestört wird, sondern man hört. Manchmal lohnt es sich vielleicht auch, und dann dürft ihr das Handy natürlich auch in die Hand nehmen, aber immer ein Kreuzzeichen dabei machen, dass die Leute wissen, dass ihr nicht am Handy spielt, den Text mit zu verfolgen, den Text der Lesung. Denn Hören ist eins, wenn man es mitliest, versteht man das noch ein bisschen mehr. Früher, als das alles noch in Latein war, haben die Gottesdienstteilnehmer immer einen Schott mit dabei gehabt, also ein Buch, wo diese Lesungen drin waren, haben das mitgelesen. Das war gar nicht dumm, also weil man da einfach nochmal ein bisschen tiefer in den Text geht. Nach der Lesung kommt es dann zum Zwischengesang. In dem Zwischengesang, das ist ein Psalm, soll ein Psalm sein, der weiterführt zum Evangelium. Die Psalmen, das sind ja eigentlich Lieder, deswegen singen wir oft auch gerade im deutschen Bereich Lieder, auch Psalmlieder soll man da singen, also nicht irgendwelche Marienlieder oder sowas, sondern wirklich Psalmen, die da auch vorgeschrieben sind. Und dann kommt das Halleluja, der Lobpreis, man steht auf, man lobt Gott, Halleluja heißt ja, lobe den Herrn. Es kommt wieder ein kleiner Vers aus der Heiligen Schrift und das Evangelium. Wir stehen, wir hören das Evangelium und jetzt ist es ganz wichtig, damit wir auch verstehen, was Heilige Schrift ist. Diese Texte sind, wir sagen Wort des lebendigen Gottes danach, sind Botschaft Gottes für dich. Das heißt, wenn du willst, dass diese Texte, die du da hörst, auch bei dir ankommen, dann mach dich bereit, vor der Lesung, aber auch vom Evangelium zu sagen, Jesus oder Gott, sag mir jetzt etwas, was ich für mein Leben, für meinen Alltag, für diese Situation, in der ich mich befinde, brauche. Und du wirst die Erfahrung machen, dass dir manchmal so ein Wort geschenkt wird, das dich dann vielleicht Tage begleitet. Das ist wirklich großartig. Das ist ein Dialog. Das ist nicht nur etwas, wo wir sozusagen etwas konsumieren, ne? Sondern Gott spricht durch sein Wort und ich kann das in meinem Inneren, meinem Herzen dann auch hören. An Sonntagen kommt die Homilie, also die Auslegung des Wortes Gottes. Wenn die schlecht ist, ne? Das kommt ja auch vor und als Priester darf ich das ja auch sagen, dann fangt einfach innerlich an zu beten oder predigt euch selbst, ne? Was würdet ihr zu dem Evangelium, das ihr gehört habt, anderen Menschen jetzt sagen? Das kann helfen, manchmal auch ein bisschen fruchtbarer mit Predigen umzugehen. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Predigten und Homilien, die uns wirklich Neues eröffnen. Danach ist in der Regel eine kleine Stille, wo man noch ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken und dann kommen die Fürbitten, die wir gemeinsam sprechen. Ja, bei den Fürbitten sage ich immer, ist es wichtig, dass wir nicht Gott vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Gott kennt uns ja und er weiß viel besser, wo er ansetzen muss als wir. Ich finde immer diese Fürbitten so furchtbar, wo wir dann Gott genau sagen, was er tun muss. Das ist fast schon ein bisschen gelebter Atheismus. Ne? Ich zweifle daran, dass Gott überhaupt allmächtig ist und das kann. Eigentlich langt es, wenn ich sage, Gott, jetzt habe ich hier die Erna, die ist krank, ich habe hier das Problem im Weltfrieden, ich habe hier ein Problem mit dem Glaubenszweifel und hier ist jemand aus meiner Familie, aus der Kirche ausgetreten, kümmere dich um den. Das langt eigentlich, wenn wir die Fürbitten so formulieren, dass wir Gott sagen, wofür wir beten wollen. Und in diesen Fürbitten ist immer auch persönlich Platz für deine eigenen Anliegen. Wenn du Menschen, und ich hoffe, du machst es auch, dein Gebet versprichst, dann ist das ein Moment, wo du dieses Gebet auch anbringen kannst.
Ja, damit ist dann der erste Teil der Messe zu Ende. Dann kommt die Eucharistiefeier. Die Gabenbereitung habe ich schon gesagt. Hier ist für mich wichtig die Eucharistie. Nicht? Wenn der Priester die Hostie emporhebt, uns klingelt und vielleicht an Feiertagen gibt es ein bisschen Weihrauch oder so, dann sehe ich diesen Jesus vor mir und dann ist es wichtig, ihm zu sagen, dass du an ihn glaubst. Und das Beste ist, wenn du das mit den Worten tust, wie der Zweifler Thomas, der Apostel Thomas, man sagt der ungläubige Thomas, aber ungläubig war der nicht, der hat halt nur gezweifelt, weil es erstmal normal ist zu zweifeln. Als er den Auferstand nämlich gesehen hat und seinen Leib berührt und seinen Leib sieht, sagt er, mein Herr und mein Gott. Dieses Gebet spreche ich als Priester immer bei der Kniebeuge nach der Wandlung von Brot und von Wein und auch bei der Kommunion. Das hat mir meine Mutter beigebracht, dass man das sagt. Wahrscheinlich von ihrem Kaplan irgendwann mal gehört, vor hunderten von Jahren. Aber das finde ich so genial, weil das ist das Größte eigentlich, was wir sagen können. Mein Herr, mein Gott, das heißt, ich glaube daran, du bist Jesus. Und selbst wenn du noch ein bisschen zweifelst, sag das wie der Thomas. Und dann wird Jesus, dieser eucharistische Jesus, der wird dir schon zeigen, dass er da ist. Da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Da habe ich ganz viele Erfahrungen auch gehört von Menschen, die diesem Jesus begegnet sind, wenn die verstanden haben, was es tatsächlich geht. Also das ist eine wichtige Sache, finde ich. Die nächste Sache ist der Friedensgruß. Wenn wir uns auf die Kommunion vorbereiten, dann können wir uns nicht mit irgendjemand verkracht haben und dann zur Kommunion gehen. Das funktioniert nicht, Leute. Also hier müssen wir gucken, das ist klar, wenn ich zur Kommunion gehen will, muss ich im Stand der Gnade, wie man früher gesagt hat, sein. Das heißt, keine schweren Sünden auf dem Gewissen haben, sonst muss ich vorher beichten. Das ist nach wie vor Standard in der Kirche, auch wenn sich viele in Deutschland nicht daran halten oder das vielleicht auch gar nicht wissen. Aber dieser Friedensgruß ist eben vor allem der Moment, wo ich wirklich Frieden wünschen kann. Mir hat mein Ehepaar gesagt, ne, der Friedensgruß war immer eine Herausforderung, vor allem wenn wir uns gezankt haben, nicht? Aber danach war gut und wir konnten wieder miteinander sprechen. Ja. Deswegen ist es gut, auch mit den Leuten zur Messe gemeinsam zu gehen, mit denen man sonst lebt, mit der Familie, mit Ehepartnern oder auch mit Freunden. Ja. Gerade für Jugendliche ist das was, nicht? Da kommt ja auch schon mal Missverständnis vor und dann sich so einen Friedensgruß zu geben, das öffnet auch neu den Dialog. Ja, dann kommt die Heilige Kommunion. Eines der wunderbaren Gebete zur Vorbereitung auf die Kommunion ist nach dem Vaterunser eben dieses Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Das ist wirklich ein tiefes Gebet, wo ich bitte, Jesus, das, was krank und verwundet ist in meinem Herzen, meiner Lebensgeschichte, das darfst du heilen mit deiner Gegenwart. Und dann zur Kommunion zu gehen, sie zu empfangen, den Christus zu empfangen, 100%, ja, Jesus, der Leib, Blut, Seele und Gottheit Jesu, also 100% Jesus zu empfangen. Deswegen brauchen wir auch nur die Hostie, weil Jesus ist vollständig da drin. Das ist nicht nur ein halber Jesus, ne, ohne Blut, sondern der ist eben ganz im kleinsten Stück der Hostie. Und dann empfangen sehr würdig, indem ich meine Hände öffne, wie ein Thron, wie das die Urkirche gemacht hat, und dann mit beiden Händen die Kommunion zum Mund führe, also ohne sie zwischen die Finger zu nehmen, das ist eigentlich die ursprüngliche Form, oder eben den Empfang mit der Mundkommunion. Beide sind legitim und gut, wenn sie würdig empfangen werden. Aber wichtig ist, das ist eine Begegnung mit Christus, und in dieser Begegnung darf ich ihn empfangen, berühren, er berührt mich. Und ich gehe zurück in meine Bank und dann ist wichtig, dass ich meine Augen schließe, bei mir und bei ihm bin und seine Gegenwart in mir auch verkoste. Das ist wichtig. Jesus, du bist das Brot des Himmels. Durch dich bekomme ich ewiges Leben. Ich staune über die Gegenwart Gottes. Also ich wünsche, dass du immer tiefer da in diese Erfahrung hineingehst. Und damit möchte ich dann auch enden, ich könnte noch ganz viel dazu sagen, aber dann mit dem Segen hinausgesandt wirst und du hast diesen Christus ja noch in dir, also bis die Hostie sozusagen verdaut ist ja und nicht mehr Brot ist und damit die Gegenwart Jesu in dir verlischt, trägst du ja diesen Jesus wie ein Tabernakel auf zwei Beinen in die Welt, ja, dort, wohin du gehst, ja, das kann in die Kneipe sein, das kann zu Freunden sein, das kann auf dem Marktplatz sein, das ist ganz egal, und dort trägst du Jesus hin, ja, und das ist ein wunderbarer Gedanke, und mit diesem Gedanken entlasse ich euch, ich wünsche euch alles Gute, ja, werdet eucharistische Menschen, versucht tiefer in dieses Geheimnis
der Eucharistie hineinzukommen und auch die nächsten Generationen da heranzuführen. Eine Erneuerung der Kirche, vor allem auch in unseren Breitengraden, ist nur über diese Erneuerung der eucharistischen Frömmigkeit möglich. Und nächstes Jahr, 2025, gibt es einen internationalen eucharistischen Kongress in Ecuador. Und ich kann euch nur einladen, dorthin zu gehen. Denn dieser eucharistische Kongress ist wie ein Weltjugendtag für Erwachsene und wunderbar. Also in diesem Sinne, bleibt in der Gegenwart Gottes. Ihr gehört zu ihm, ihr seid sein Leib, die Kirche. Und in diesem Sinne sind wir miteinander verbunden. Euch allen Gottes Segen, bleibt gesund. Ein ganz herzlicher Dank, Pater Martin Wolf, alias der Pater, für die Erklärungen zum Thema »Wie geht Heilige Messe?« Die Heilige Messe, der Ort, wo der Priester Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi wandelt, wo wir Jesus ganz persönlich, ganz direkt, ganz real begegnen, auch wenn es für unsere Augen eben unsichtbar ist. Dazu hat ihn hoffentlich heute Pater Martin Wolf eine Tür geöffnet, die nächste Heilige Messe ganz besonders bewusst und ganz besonders erfüllt mitzufeiern. Und wenn nicht, dann hören Sie vielleicht einfach die Sendung noch einmal. Kann ja nicht schaden, vielleicht haben Sie was Wichtiges überhört oder Sie haben erst später eingeschaltet und würden gerne noch den Anfang mitbekommen. Das ist kein Problem. Auf unserer Internetseite www.horeb.org finden Sie alle Sendungen zum Herunterladen und Nachhören. Diese heutige Sendung unter dem Titel »Der Pater – Wie geht Heilige Messe?« finden Sie in der Kategorie »Kurs 0«. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb. Leben mit Gott.